Oft sind wir in einem Kampf zwischen Disziplin und immer wieder verführt werden. Oder auch wenn wir mal eingeladen sind, noch ein Glas Wein, noch ein Stück Kuchen. Dazwischen versuchen wir immer mal wieder kurz ein bisschen abzunehmen. Viele resignieren dann auch irgendwann und lassen es einfach kommen, wie es kommt. Und irgendwann muss es dann doch wieder schnell gehen. Die alljährlichen guten Vorsätze oder die Basissaison steht vor der Tür und dann muss es möglichst schnell gehen. Wie kriegt man möglichst schnell 10 Kilogramm weg? Das ist das Thema von diesem Video. Mein Name ist Steve Schneider, ich bin Gesundheitstrainer und Geschäftsführer von Schneider Gesundheit. Wir versuchen es immer wieder. Wir machen immer wieder irgendeine Diät, häufig immer wieder Anfangsjahr, wo man die neue Motivation irgendwie zusammenkratzt. Und wir erfahren, dass wir statt mehr abnehmen, doch mit der Zeit immer mehr zunehmen. Und irgendwann ist es schier unmöglich, überhaupt noch abzunehmen. Das hat mit dieser Grafik zu tun, die wir schon einige Male zusammen angeschaut haben. Wenn ich eine Diät starte, dann nehme ich zwar ab, in der Regel aber nicht hauptsächlich Fettgewebe, hier in Rot dargestellt, sondern häufig verliere ich Gewicht, weil ich auch Muskulatur verliere. Das hat auch damit zu tun, dass der Stoffwechsel hier in Blau stark heruntergeht und verlangsamt. Dieser langsame Stoffwechsel führt dazu, dass die Muskulatur eben abgebaut wird, kleiner wird und somit natürlich weniger Energie verbrennt. Führen wir uns einmal vor Augen, wie viel Energie hat eigentlich 10 Kilogramm Körperfett? 10 Kilogramm Körperfett hat eine Energie von sage und schreibe 90.000 Kalorien. Das ist eine ganze Menge. Und Fett können wir nicht wegzaubern. Fett müssen wir verbrennen. Und das Fett verbrennt primär in der Muskulatur. Und jetzt ist es nur eine einfache logische Überlegung, wo verbrennt Fett schneller? In einem kleinen Muskel, in einem langsamen Stoffwechsel oder eher in einem großen, kräftigen Muskel und in einem schnellen Stoffwechsel? Liegt auf der Hand. Je besser die Muskulatur trainiert ist, desto besser verbrennt sie auch Fett. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Coaching über 8 Wochen ein sehr guter Zeitrahmen ist, um alte Gewohnheiten durch neue, bessere Gewohnheiten abzulösen. In diesen 8 Wochen lernt man, dass es eigentlich relativ einfach ist, wenn man weiß wie. Und ebenfalls stellen sich in diesen ersten 8 Wochen bereits erste Erfolge ein, sichtbare und auch spürbare. In einer Befragung von 70 Teilnehmern, die an diesem 8-Wochen-Programm mitgemacht haben, haben wir festgestellt, dass die meisten Teilnehmer darüber berichten, dass sie auch deutlich besser schlafen, ein grundsätzlich besseres Körpergefühl haben, Stress auch vermeiden konnten. Viele berichten auch davon, dass sie sich besser konzentrieren können oder einfach allgemein im Alltag mehr Energie zur Verfügung haben. Unsere Erfahrung seit mehreren Jahren hat gezeigt, dass dieses 8-Wochen-Programm sehr gut funktioniert und im Durchschnitt bereits in diesen ersten 8 Wochen 4,5 Kilogramm reines Körperfettgewebe abgebaut werden. Das klingt jetzt vielleicht nicht besonders schnell. 8 Wochen und erst 4,5 Kilo? Ja, aber das sind eben 4,5 Kilo reines Fettgewebe. Das ist der entscheidende Unterschied. Sie wollen ja nicht jetzt eine Diät machen, schnell mal 10 Kilo verlieren und dann eben von diesem sogenannten Jojo-Effekt, jetzt hätte ich beinahe gesagt, profitieren, diesem Jojo-Effekt ausgesetzt sein und nachher noch mehr Gewicht wieder drauf haben als vorher. An langfristigen Lösungen sind wir, glaube ich, alle interessiert. Deshalb macht es Sinn, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, aber dafür genau das erreicht, was man will, nämlich wenn es um 10 Kilogramm geht, wirklich 10 Kilogramm Fett abzubauen und nicht einfach irgendwas. Der schnellste Weg ist nicht immer der beste. In der Regel ist es nicht der nachhaltigste Weg. Verändern Sie Ihre Gewohnheiten hin zu einem gesunden Körpergewicht. Und das nicht immer nur zu diesen typischen Zeiten, zum Neujahr, wenn man sich neue Vorsätze nimmt oder wenn es auf die Badesaison geht, sondern für immer, das ganze Jahr. Ohne verzichten zu müssen, sondern einfach, indem man versteht, wie es funktioniert. Sehen Sie sich auf unserem Kanal das Video an zum 8-Wochen-Programm, wie es genau funktioniert. Derweil bleiben Sie stark und gesund.